Immer mehr wirklich ernste Vorwürfe gegen Mr. Beast werden laut. Und dabei reden wir längst nicht nur davon, dass angeblich irgendwelche Videos gefaked sein sollen. Aber seine einzige Reaktion ist es scheinbar trotzdem, die ganze Sache unter den Teppich zu kehren und kritische Kommentare zu löschen. Zudem hat Chuyoka auf ihrem Discord-Server mal wieder eine Aktion abgezogen, bei der sie potenziell rufschädigende und geframte Aussagen über den YouTuber GonGonReact verbreitet hat. Und Maestro kündigt das Ende seiner YouTube-Karriere an. Das alles heute bei der ersten Folge von Einzig Weekly, meinem neuen News-Format, das ich einfach mal so ausprobieren wollte. Bevor wir jetzt gleich in das Mr. Beast-Thema reingehen, sei noch eins gesagt, bei 400 Likes auf die erste Folge trage ich in der nächsten mein Maid-Cosplay, also tut euch keinen Zwang an. Seit dem ersten großen Exposing-Video gegen Mr. Beast werden immer mehr Vorwürfe gegen ihn laut. So lauten diese mittlerweile nicht nur, dass irgendwie seine Videos gescriptet sein sollen oder einzelne Szenen fake sind. Nein, mittlerweile hat auch ein ehemaliger Teilnehmer ausgesagt, dass er wohl während eines Videos über mehrere Nächte vom Schlafen abgehalten wurde, da helle Studiolichter auf ihn gerichtet waren, wodurch er eine ernsthafte Schlafstörung entwickelt haben soll. Schauen wir da mal kurz rein. They weren't turning the lights off. You know, I asked them, I said, can we like have like nighttime hours? You know? And they said no, because it would f*** up the time-lapse shots. The time-lapse of what? Me sleeping? Or me not sleeping? Okay, I got no access to sun. I got no access to clock. I don't know, like, the lights are on me all the time. I wasn't sleeping. I could not sleep. And I have insomnia problems now. But they might have started there. And I go up to my friend, my good friend. And I go, they're not turning the lights off. He goes, what? That's a war crime. Wir können das zwar leider nicht beweisen, da die Timelapse-Aufnahme, für die Mr. Beast angeblich diese Beleuchtung danach gebraucht hat, es nie in ein Video geschafft hat, aber wenn das wirklich stimmen sollte, ist das natürlich schon krass. Zudem gibt es aktuell auch noch den Vorwurf, dass ein verurteilter Kriminelle mit dem Spitznamen Delaware, den er darüber bekommen hat, dass er diesen Ort eben nicht mehr betreten darf, in einigen Mr. Beast Videos mitgespielt hat. Und das krasseste ist, man kann in einer Aufnahme tatsächlich hören, wie Mr. Beast diesen Namen sagt. However, at 9 minutes and 12 seconds, Mr. Beast himself states, "Don't touch Delaware's cracker." During one of the joking meals that they were given. He's after my hungry. Zudem könnte man sich auch einfach mal die Frage stellen, warum er als einziger in dem Video eine Maske trägt. Außerdem hat ja Mr. Beast diesen wirklich seltsamen Spitznamen selber verwendet. Und dass man solch einer Person, die so etwas getan hat, online keine Plattform geben sollte und auch keine Möglichkeit geben sollte, wieder Kontakt zu Leuten aufzunehmen, sollte, denke ich mal, klar sein. Aber was macht Mr. Beast jetzt? Hat er ein Statement hochgeladen? Leider stand jetzt nein. Es gab wohl das Gerücht, dass ein Statement kommen sollte, allerdings hat er bis jetzt noch nichts hochgeladen. Das einzige, was er aktuell macht, ist aus ganz vielen alten Videos kleinere Videosegmente per YouTube-Editor rauszuschneiden und Kommentare unter Videos zu löschen. Ich zeige euch dazu mal ganz kurz etwas. Mr. Beast went back to a video from 6 years ago. He deleted an entire month of comments, as well as stealth-edited a portion of the video out to hide things. Here's a complete list of the edits made to the Mr. Beast videos over the past couple of months for anyone curious to go look for themselves. This is all the stuff they're trying to hide on a plate for you. Und das lässt ihn dann natürlich nicht besonders glaubwürdig wirken. Aktuell passiert da aber wirklich gerade wieder so viel, dass ich auf jeden Fall ein eigenes Video dazu machen könnte. Wenn ihr Interesse daran hättet, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich denke, dass ich eh ein Video dazu machen werde, sobald er ein Statement droppen sollte. Vielleicht bleibt aber auch seine Strategie, das Ganze einfach unter den Teppich zu kehren und dem selber keine Aufmerksamkeit mehr zu geben. Kommen wir aber mal zum nächsten Thema. Chuyoka hat absolut seltsame Äußerungen über den YouTuber GonGonReact, aka Gonzo, auf ihrem Discord geäußert. Dieser reagierte nämlich auf ein Video von Tobias Huch über Chuyoka, bis ihm dann das hier auffiel. Wir haben gerade seine Überschrift, Mein Kampf, entdeckt oben. Mein Kampf, ein bisschen ungünstig gewählt. Aus seinem GoFundMe-Titel Meinen Kampf, einfach Mein Kampf zu machen, ist eine Referenz daran, dass er gerne mit harten Schlagworten arbeitet. Was ja auch da steht, Meinen Kampf gegen Hetze und Hass. Also spaßeshalber nehme ich hier hoch ein bisschen aufs Korn. Ein Grund für Chuyoka, dass sie denkt, dass ich das Overton-Fenster in irgendeine Richtung verschieben möchte. Ich zeige euch die Nachricht mal sicherheitshalber nicht, aber Chuyoka wollte ernsthaft unterstellen, dass es dem klar tendenziell eher linksgerichteten Gonzo hierbei darum ging, das Overton-Fenster nach rechts zu verschieben. Ob man das lustig findet, ob man das machen muss, kann man alles diskutieren. Aber dass das offensichtlich keine bewusste Aktion war, um das Overton-Fenster irgendwo hin zu verschieben, ist doch absolut offensichtlich. Zudem gab es dann noch sowas hier.
Hier zum Beispiel, wo mich Pia öffentlich hops nimmt, weil sie sagt, vermenschlichen kann ich ja bloß sagen, wenn ich sie vorher entmenschlicht habe. Eigentlich geht es darum, dass sie immer behauptet, dass sie alle entmenschlichen. Und ich da ein bisschen auch gegenwirken wollte, um zu zeigen, guck mal, sie ist wirklich schlimm dran, sie macht wirklich viel durch und ich kann ein bisschen was nachvollziehen. Wenn man vermenschlicht in den Titel schreibt, gibt man damit ganz offen zu, dass man sie vorher entmenschlicht hat. Dass er damit auch darauf anspielen könnte, dass sie immer wieder selber gesagt hat, dass andere sie entmenschlichen und man ironisch quasi darauf anspielt, nein, darauf könnte man nicht kommen. Das ist absolut absurd. Aber ich wollte euch da auch nur mal ein kleines Update geben. Falls ihr es euch ganz anschauen wollt, ist das Video von Gonzo in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt aber zu Majesto. Dieser hat nämlich angekündigt, seine YouTube-Karriere zu beenden. Dieses Intro zu sprechen wird mir sehr fehlen. Denn heute geht es zum Abschied. Um einen kleinen Abschied. Oder nee, eigentlich sogar um einen etwas größeren Abschied. Aber nicht um einen kompletten. Ich erkläre es euch. Ich werde aufhören, hauptsächlich YouTube-Videos zu machen. Er möchte seinen YouTube-Kanal aber trotzdem weiterführen, er ist jetzt halt nur einfach festangestellt und betrachtet YouTube wieder mehr als Hobby. Zudem hat er auch eine Begründung geliefert, warum er jetzt zu dieser Entscheidung kam. Und ich sag's euch, dieses Internet hat mich komplett kaputt gemacht. Ich bin kein Roboter, ich geb's offen zu, ich bin kein Roboter. Ich habe eine harte Schale, wenn es um bestimmte Themen geht, aber bei anderen Sachen habe ich keine harte Schale. Und besonders seit ich Papa geworden bin und nochmal ganz anders emotionalisiert wurde und dann auch noch die politischen Inhalte der letzten 6, 7, 8, 9, 10 Monate. Ich hätte es durchgestanden, aber was dann im Internet passiert ist und die dreckigen Menschen, die es im Internet gibt, die nageln an der Psyche von mir. An der Stelle kann ich vielleicht kurz mit einbringen, dass ich seinen YouTube-Content über die letzten Monate tatsächlich auch sehr kritisch gesehen habe. Zum Nahostkonflikt haben wir definitiv nicht die gleiche Meinung, aber auch allgemein hat er einfach darin einige Sachen verbreitet, die so nicht gestimmt haben. Also inhaltliche Kritik war da absolut angebracht, aber Hate-Kommentare hat er natürlich trotzdem nicht verdient. Zudem hat er noch gezeigt, dass die YouTube-Einnahmen über die letzten Monate auf seinem Kanal massiv nach unten gegangen sind. Und ich zeig's euch jetzt auch in Zahlen. Ich habe im gesamten Jahr 2024, wir haben August aktuell, also 7 Monate, die letzten 7 Monate, habe ich hier 16.100 Euro Umsatz gemacht mit YouTube. Geteilt durch 7, um auf 2024 das aufzuteilen, bist du bei 2.300 Euro Umsatz pro Monat. Das ist Umsatz, nicht Gewinn. Letztendlich wünsche ich ihm dann natürlich auch nur das Beste. Und das war es auch schon mit den News von dieser Woche. Es ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Denkt daran, bei 400 Likes trage ich das Made-Cosplay in der nächsten Folge. Schreibt eure Meinung zu den Themen gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Mein Instagram ist hier on screen verlinkt. Folgt da gerne rein und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Hola, hola, 今日は